420 PS werden von der Leine gelassen. John Lancaster und der Tabellendritte Esteban Guerrieri in der ersten Startreihe. Dann der Tabellenzweite Daniel Ricciardo mit seinem Teamkollegen Jean-Éric Vergne. Tabellenführer Michael Alesi nur auf dem 10. Startplatz. So geht's los. Ganz, ganz schlechter Start. Oh, da hat's. Meine Herren, was hat denn Lancaster da angestellt? Da hat John Lancaster aber mal richtig eingegriffen und sich ordentlich daneben benommen. Das Auto torkelte und taumelte über die Bahn, nachdem er überhaupt nicht die richtige Drehzahl an die Räder gelegt hat. Die Räder, Hinterräder haben gescharrt wie wahnsinnig und Lancaster torkelt über die ganze Strecke. Und er hat einen der beiden Red Bull Junioren mit ins Verderben gerissen. Nämlich den Mann, der hinter ihm gestartet ist. Ausgerechnet Daniel Ricciardo, das ist der Tabellenzweite, der jetzt einen Nuller schreiben wird nach diesem kuriosen Startunfall. Da hat Ricciardo mit Sicherheit selbst am wenigsten mitgerechnet. Was für ein peinliches Manöver von John Lancaster. Daniel Ricciardo klaubt die Überreste seines Dallara Renault wieder zusammen. Das Safety Car kommt auf die Bahn. Natürlich, denn jetzt muss zunächst einmal das Auto von der Startzielgeraden geborgen werden von Daniel Ricciardo. Und das hat seine aerodynamischen Anbauteile großflächig verteilt nach diesem Überschlag, für den Ricciardo aber auch überhaupt nichts konnte. Großer Nutznießer natürlich Esteban Guerrieri im ISR-Auto. Gigantischer Unfall, also sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Und das ist immerhin jene Vorstufe zur Formel 1, liebe Zuschauer. Also wir reden hier nicht von einem Ersteinsatz bei der Formel Ford, den John Lancaster da hingelegt hat. Respekt, das muss man erstmal schaffen, den Meisterschaftsfavoriten Daniel Ricciardo da so aus der Bahn zu kegeln. Schauen Sie doch einmal hin. Quere kommen durch die Räder, korrigiert dann, schlenkert durch die Gegend, weil der Gegenpendler natürlich kommt, wenn man so wüst am Lenkrad sägt. Und Daniel Ricciardo, der Mann aus Perth, mit dem wir gerade unterwegs sind, wenn der überhaupt was gedacht hat, dann war es nicht druckreif. Versucht auszuweichen, wird dann einfach über den Haufen gefahren, in diese Rolle hineinkatapultiert.